Yo, servus Leute, was geht ab? Willkommen zurück bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal ist es kein Reaction-Video, sondern so ein Storytelling-Whatever-Video über das Train Gap in Pemberton Whistler in Kanada. Und ja, ihr habt abgestimmt, dass ihr es unbedingt sehen wollt und somit rede ich jetzt ein bisschen drüber. Also checkt's aus, genießt, whatever. Okay, also ich fange einfach mal von ganz, ganz vorne an. Wir haben über das Train Gap schon immer so ein bisschen gelabert, mein Kumpel Stefan und ich. Ich habe es vor, vier, fünf Jahren mal auf einem Foto oder Video gesehen und dachte immer, boah, das ist richtig krass, wenn man das macht. Und also es sieht mega groß aus, das ist krass, es ist, ich glaube, 11 Meter hoch und 14, 15 Meter weit. Das hat mal der Joan Bai, der macht immer so Into the Gnar oder so heißen die Videos, hat ein Video gemacht und ist das Teil auch gesprungen und hat gesagt, das ist so 14, 15 Meter. Also ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich weit und es fährt halt einfach ein Zug unten durch. Also es ist eine Ansage. Genau, und wir haben darüber geredet die ganze Zeit. Ich habe immer wieder Videos und Fotos gesehen und ja, dann war es letztes Jahr soweit, sind wir nach Kanada geflogen. Das war direkt nach meiner Ausbildungszeit im Juli, Anfang August, genau. Da sind wir rüber geflogen nach Vancouver, der Stefan und ich, ein Kumpel von mir. Und wir haben wirklich die ganze Zeit im Flugzeug schon drüber gelabert, wo das sein könnte, ob wir es überhaupt machen würden. Genau, das ganze Zeug. Ja, dann sind wir angekommen in Vancouver, haben da den Troy gehabt. Das ist so ein Kumpel von mir, den habe ich mal auf einer Party bei uns ums Eck im Allgäu kennengelernt. Und der wohnt eben in Pemberton, wo das Train Gap auch ist. Troy hat dann zu uns gesagt, er könnte uns das mal zeigen. Wir sind natürlich nicht direkt drauf eingegangen und haben uns einfach erstmal im Whistler Bike Park ein bisschen umgesehen. Sind da die A-Line gesprungen, C-Line, whatever was, die Crab Babble Hits da. Die haben, glaube ich, auch so 15 bis 20 Meter, also richtig große Dinger. Und da kriegt man auch schon mal auf jeden Fall ein Gefühl für große Sprünge. Also das kann man eigentlich nicht mit Deutschland oder Österreich oder hier allgemein Europa. Ich glaube, Morsin kommt hin, aber sonst so hierum nicht wirklich vergleichen, weil die Dinger sind einfach riesig. Und ich würde sagen, wenn man springen will, dann in Kanada, Whistler, da gibt es 1000 Sachen. Das ist echt krass, wie Mountainbiking da abgeht. Genau. Dann habe ich sogar davon geträumt, dass ich das Train Gap mal springe eine Nacht. Richtig krass. Also es war schon ziemlich, also ich war schon ziemlich weit. Genau. Und ja, dann haben wir mit Troy uns mal verabredet, sind morgens dahin gefahren zum Train Gap nach Pemberton. Wir hatten da so ein Mustang ausgeliehen, weil wir davor einen Tag in Vancouver waren. Das kann ich euch mal einblenden. Genau, und sind da hingefahren dann und er hat uns das morgens gezeigt und also ich glaube um 7 Uhr morgens war es so, hat uns das gezeigt, da musste auch so eine Bahnschiene vorlaufen und ich bin da drauf gestanden und habe gedacht, never ever mache ich das, das ist viel zu groß, da habe ich keine Eier dafür, das ist echt, also klar, Mama muss uns nicht echt eingestehen, wenn etwas zu groß ist oder ja, also da hatte ich so Schiss, das habe ich gar nicht gepackt, also ich bin da drauf gestanden und habe gesagt, das geht ewig weit runter, ich habe Höhenangst und die Weite war krass mit der Felswand dagegen und dann hast du einfach nur so Bahngleise unter dir. Ja, somit haben wir dann den ganzen Tag noch drüber gerätselt, ob wir es machen sollen, ob wir nochmal dahin sollen. Der Troy hat uns angeboten, er fährt uns da nochmal hin. Da gibt es auch einen Trail von oben runter, wo dann am Train Gap endet. Der heißt Diesel Wolf, ist so ein Double Black Diamond Trail, ultra technisch, also wirklich auch das krasseste, der krasseste Trail, wo ich je gefahren bin, war echt hart. Ich bin auch nicht alles gefahren, also weil so steepes Zeug und da hatte ich noch eine Guide-Art-Bremse dran und wer das kennt, der weiß, wie gut die Dinger bremsen, ungefähr nicht so gut. Genau, und ja, dann sind wir den gefahren, war voll geil. Der Troy hat uns da sogar hochgeschattelt, also wir mussten nicht mal hochtreten. Und wir haben kurz bevor er uns rausgelassen hat aus dem Trail, vor dem Trail, haben wir noch einen Grizzly gesehen. Also war es richtig, richtig scheiße. Weil wir, keine Ahnung, wir wussten nicht wirklich, wie wir uns verhalten sollen, wenn da ein Bär ist. Und deswegen sind wir den ganzen Trail, der Troy hat zu uns gesagt, wir sollen laut sein und laut reden, dass der uns nicht in die Quere kommt und gleich mal ein bisschen Abstand hält. Und somit sind wir den ganzen Trail, den Dieselwolf schreiend, eigentlich fast runtergefahren. Wir haben die ganze Zeit la 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 und immer laut geredet und irgendwas gesungen.
damit uns der Bär nicht frisst. Genau, dann unten angekommen vom Dieselwolf, kommst du direkt am Train Gap raus, also das ist echt hart. Und dann saß da der Troy und hat auf uns gewartet, das war schon mal ziemlich witzig. Dann hab mir YouTube-Videos angeschaut, nochmal von dem Juan Bai, bis wohin er tretet, weil ich wollte eigentlich, dass ein Local das vorspringt, weil sowas ist eigentlich immer dumm, wenn man das First Try macht und nicht wirklich weiß, wie schnell man sein muss und was man machen muss. Somit habe ich einen Local gefragt, der war an dem Tag keine Zeit und ich wollte es eigentlich dann schon unbedingt machen. Genau, dann bin ich ein paar Mal angefahren, habe mir YouTube-Videos angeschaut von anderen Fahrern, bis wohin die treten und dann ungefähr pushen. Da gab es genau einen Baum, bis dahin haben die alle getreten und dann ab da gepusht. Und da hat der Speed anscheinend perfekt gereicht, also sind alle perfekt reingekommen. Genau, somit habe ich das ein paar Mal gemacht, bin es angefahren. Drei, vier Mal war mir nicht mega sicher, dass ich es schaffe, aber ich wollte es einfach machen. Hab den Jungs gesagt, sie sollen auf ihre Position gehen mit den Handys. Genau, hab ein richtig geiles Lied währenddessen gehört von Kanye West. Ich glaube, Black Skin irgendwie so heißt es. War voll pumped. Und beim Hochschieben, hey, ich glaube, mein Herz hat noch nie so gerast. Es war echt krank. Ich hatte so Herzflattern und mein Puls war, glaube ich, auf 200 irgendwas. Ja, das war echt hart. Ja, und dann stand ich da oben, habe Dropping In gerufen und bin losgefahren und bin das Ding gesprungen und zum Glück perfekt reingekommen. Wie ihr im Video seht, habe ich ziemlich rum geschrien. Ich war so happy, weil ja, das ist einfach, keine Ahnung, wenn sein größter Traum sozusagen in Erfüllung geht, dann will man das unbedingt schaffen und wenn man es dann gemacht hat, ist schon ziemlich, ziemlich geil. Und ja, das war so mein. Eigentlich mein bester Tag meines Lebens, da war alles perfekt. Morgens dahin, das Ding nicht springen wollen eigentlich. Dann überlegt, ob man springt. Nochmal hingefahren, den geilen Trail fahren mit dem Stefan, das war auch ultra geil. Übrigens, der Stefan ist dann auch noch nach mir gesprungen und der hasst eigentlich Springen. Also das ist eigentlich eher so der technische Trailfahrer, Ballern ohne Ende und der ist dann nach mir auch noch gesprungen. Das war echt ziemlich, ziemlich geil. Also da auch Hut ab an den Stefan. Genau, den Stefan hat es nämlich noch in der Landung gelegt, weil er ein bisschen zu weit gesprungen ist. Und dann hat er die Bremse nicht mehr bekommen. Und hinten, also ich würde sagen, das ist 6, 7, 8 Meter Auslauf, wo du hast im Endeffekt. Und hinten kommt gleich so eine Kurve und da hat es ihn voll reingesteckt. Dann war das Vorderrad am Arsch und der Stützenheber ist der Hebel ist abgebrochen. Genau. Ja, dann sind wir heimgegangen. Troy hat sich auch ultra gefreut. Der war auch voll pumped, dass wir deutschen Kartoffeln das Ding da gesprungen sind. Waren dann an einem richtig geilen See, den hat uns der Troy gezeigt. War ganz witzig. Genau, sind ein bisschen rumgeschwommen, gute Zeit gehabt und abends haben wir uns dann noch verabredet, in Whistler ein bisschen das Ganze zu feiern. Da kann ich auch mal nur Videos einblenden. Das war auf jeden Fall eine harte Nacht, würde ich sagen, und der Tag danach war auch hart. Also es ist viel Alkohol sozusagen geflossen, hat sich aber war cool. Also keine Ahnung, die Stimmung war geil. Troy hat's voll gefeiert, auch die anderen, wo unten mit uns unterwegs waren, dass wir das gesprungen sind. Wir waren natürlich super pumped und konnten es gar nicht so richtig glauben. Ah, was auch noch krass war, kurz bevor wir das, also bevor ich das springen wollte, ist der Zug noch durchgefahren und dann hatte Troy nur gesagt, Train is coming, halt. Und dann wir haben gar nicht gewusst, was passiert, schnell auf den Boden gelegt. Ich habe nur kurz überlegt, ob ich jetzt hochschieben soll und springen, aber da war ich noch nicht bereit und hatte noch nicht die Eier wirklich dafür. Und bin es eigentlich erst, glaube ich, einmal, nein, ich bin es gar nicht angefahren da. Genau, und da ist das Ding durchgefahren. Wäre geil gewesen, aber so war es schon mal safer, einfach ohne Zug das Ding zu springen. Und ich habe auch gehört, da gibt es irgendwelche Strafen, wenn da erwischt wirst. Natürlich ist es nicht ganz legal, über den Zug drüber zu springen. Ja. Kleiner Fun Fact noch am Rande: Ich bin das Ganze mit einem Rayman Trailbike gesprungen. Das hat 150 mm vorne, 150 mm hinten. Und ich habe die Trinkflasche noch drin vergessen. Also, ja, vielleicht nicht das perfekte Bike für große Sprünge, aber es hat perfekt geklappt. Von dem her, easy cheesy. Genau, das wollte ich noch anmerken. Das mit der Flasche war vielleicht ein bisschen dumm, die drin zu lassen, aber hat im Nachhinein nicht gestört und ich hatte dann auf der anderen Seite was zu trinken. Ich wüsste nicht, ob ich es nochmal mache, das ist so once in a lifetime Ding, dass man sowas macht, weil es echt fett ist und eigentlich viel passieren kann. Wir haben auch mitgekriegt, dass kurz nach uns, oder das war sogar noch vor uns, der Tom Walker heißt er, glaube ich, gestürzt ist. Also der ist, glaube ich, beim Anfahren weggerutscht und dann den
ganzen Dinger runtergefallen. Das ist auch richtig, richtig hart. Also, boah, also keine Ahnung, das ist der größte Albtraum, was passieren kann. Der Typ fährt zum Glück wieder Fahrrad, ist wieder wohlauf sozusagen nach so einem harten Crash. Also, das ist nicht selbstverständlich. Da auch nochmal Hut ab an Tom Walker, wie der sich zurückgekämpft hat und dass er jetzt wieder Fahrrad fährt, ist ultra krass. Also, richtig, richtig cool. Und ja, vielleicht mache ich es irgendwann wieder, vielleicht nicht. Ich würde gerne noch ein Suicide No Hand drüber machen, weil das ziemlich geil aussieht da auf den Fotos. Ja, so war's. Genau. Nochmal vielen, vielen Dank an der Troy, an der Stefan, an alle, wo da beteiligt waren. Vor allem an der Troy, der uns das ganze Ding gezeigt hat, der uns da pusht hat. Und ja, war einfach eine coole Zeit. Und vielleicht kommt irgendwann mal wieder so ein Video vom Train Gap. Das seht ihr dann. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, whatever was. Abonniert, liked, haut's rein. Cheers, Corby.